Um dir die Angst vom Schmoren zu nehmen, haben wir dir hier 6 Schritte zusammengefasst, damit du es auch richtig machst. Schritt 1. Welches Fleisch bzw. Tierrasse eignet sich zum Schmoren? Zum Schmoren kann ich eigentlich jede Art von Tier schmoren, wie zum Beispiel Rind, Lamm, Wild, Schweine oder Geflügel. Zweitens, was brauche ich zum Schmoren? Zum Schmoren brauche ich letztendlich nur einen Topf oder einen Bräter mit der richtigen Oberfläche. Ich habe in diesem Fall einen Bräter mitgebracht, dass wir eine ordentliche Oberfläche haben, damit das Fleisch viel Platz hat und ordentlich gleichmäßig anrösten kann. Drittens, was brauche ich für Zutaten zum Schmoren? Zum Schmoren brauche ich natürlich das Stück Fleisch, was ich schmoren möchte, ist klar. Aber wir brauchen das sogenannte Röstgemüse. Zum Röstgemüse gehört Karotte, Tomate, Sellerie, Knolle und Staude, Zwiebeln, Knoblauch, Rosmarin, Thymian, vielleicht ein bisschen Zitronenschale, ganz wichtig Tomatenmark, Portwein und ein Rotwein. Viertens, ich brate das Stück Fleisch im Bräter scharf an, dass es so schön eine Röstung bekommt. Dann nehme ich das Stück Fleisch raus, schmeiße das Röstgemüse rein, lasse das auch schön in Bewegung gleichmäßig anrösten, packe die Aromaten, wie zum Beispiel, wie genannt, Knoblauch, Rosmarin, Thymian, Zitronenschale, paar Pfefferkörner mit rein, lasse sie kurz mit anschwitzen. Dann kommt Tomatenmark drauf, auch das muss angeröstet werden, das ist ganz wichtig, damit das Tomatenmark seine Säure verliert. Dann lösche ich das mit Portwein ab. Den lasse ich einmal einkochen, dann fülle ich das mit Rotwein auf, lasse den ebenfalls einmal einkochen, damit der Alkohol schön verkocht. Dann nehme ich ein Glas Galloway-Fond von ein Stück Land, fülle das auf, dann setze ich das Stück Fleisch wieder drauf. Wenn das Fleisch dann noch nicht bedeckt sein sollte, nehme ich ein bisschen Leitungswasser, fülle das noch auf, dass es bedeckt ist, Deckel drauf und dann schmoren. Fünftens. Zeit und Temperatur ist davon abhängig, was ich schmore. Schmore ich ein kleines Gulasch? Kleine Stücke gehen natürlich schneller. Schmore ich ein großes Stück Braten, braucht länger. Ich kann davon ausgehen, dass ein Kilo Fleisch ungefähr eine Stunde braucht. Die Temperatur sollte zwischen 140 und 160 Grad liegen. Es müsste immer bedeckt sein und die Zeit, letztendlich schmore ich so lange, bis das Stück Fleisch weich ist. Das teste ich daran, dass ich mit einer Gabel hineinsteche, es versuche hochzuheben, wenn es runterfällt. Es ist zart, wie beim Kartoffelkochen. Sechstens, wie kriege ich aus dem Schmorfond jetzt eine Soße? Das ist ganz einfach. Ich habe das Stück Fleisch rausgenommen, ich lasse den Deckel weg, drehe den Herd auf, lasse das Ganze einmal kräftig aufkochen, so dass es sich auf dem Schmorgemüse schön einreduziert. Wenn ich dann die richtige Konsistenz erreicht habe, passiere ich das alles in einen kleinen Topf durch ein Sieb, stelle den wiederum nochmal auf den Herd und kann ihn dann nochmal abschmecken, wie zum Beispiel mit Senf, mit Salz, mit Pfeffer, mit einem Löffel Honig vielleicht, wonach einem ist. Guten Appetit!